So, heute möchte ich euch zeigen, wie man so ein schönes kleines Haus mit einer Pflanze, so einen Toreingang, zeichnen kann. Ihr braucht dazu einen Bleistift, vielleicht natürlich immer auch einen Radiergummi, ein paar Aquarellfarben, die habe ich mir schon zurechtgelegt, und natürlich einen permanenten Marker. Als erstes überlege ich mir natürlich, wo fange ich an. Ich würde mal denken, dass ich hier so in der Mitte des Blattes beginne, weil das am einfachsten erscheint. Also an diesem Punkt, und den übertrage ich dann auf die Mitte des Blattes, also ungefähr hier. Jetzt kann ich so das Maß nehmen und das eigentlich relativ 1:1 übertragen. Ich mache es nicht so intensiv, also ich drücke nicht so doll auf, weil ich ja dann noch mit dem Feinliner rübergehe. Also ich nehme hier dieses Maß und messe dann noch ungefähr runter, so viel, und dann ungefähr noch ein Drittel mehr und arbeite mich dann so vor. So, also ungefähr hier würde ich dann die andere Seite ansetzen, hier so runter wandern, so, und gucke immer, ich kann das eigentlich ziemlich 1:1 übertragen. So, jetzt muss ich natürlich schauen, wo komme ich hier so längs, also hier bin ich ungefähr hier in der Hälfte. So, und dann mache ich mir erstmal die großen Unterteilungen, also hier nochmal. So, und bevor ich jetzt nun die einzelnen Türen mache, würde ich natürlich gucken, dass ich hier erstmal auch so eine Blattaußenlinie mir hier so ein bisschen als Orientierung mit hineinnehme. Das muss alles nicht so ganz genau sein. Hier kann ich noch mal ein bisschen mehr rauskommen. So, das kann ich ja später korrigieren. Dann habe ich diese kleinen hier. So, jetzt glaube ich, würde ich erstmal das hier unten festlegen, ungefähr hier, so, damit ich mir erstmal eine Orientierung schaffe, wo hier die Blätter enden. So, ungefähr so. Ja, jetzt würde ich hergehen und mal gucken, wie breit das ungefähr ist. Das kann ich übertragen. Ich glaube, meine gesamte Breite ist vielleicht sogar ein bisschen breiter. So, und ist ziemlich genau gleich. Ja, also ist gar nicht so schwer. Ich kann das ja einfach nur das Maß nehmen, was da schon gegeben ist. So. Und dann mache ich mir hier eine Orientierung. Und den Rest könnte ich ja dann gleich mit Feinliner reinzeichnen. So, dann sehe ich hier das ungefähr da. Das eine ist ein bisschen höher. Die einen Fenster sind ein bisschen höher, die anderen ein bisschen tiefer. Ungefähr hier. So, hören die oben auf. Das kann ich ja dann mit Feinliner hinterher reinzeichnen. So habe ich erstmal eine grobe Orientierung. Jetzt kann ich die Kassetten hier unten nochmal dazu zeichnen. So. Ja, die gehen nicht bis ganz auf den Boden. Sehe ich gerade, also bis hierhin. So ungefähr. Ihr seht es alles nicht schwer. Jetzt kann ich hier noch die Blüte dazu zeichnen. Kann ich natürlich so ein bisschen frei machen. Ich muss mich nicht jetzt ganz genau daran halten. Vielleicht auch, wie ich ein bisschen Lust dazu habe. So, jetzt gibt es hier noch diese kleine Linie und dann hier, und da kann ich auch noch welche selber dazu erfinden. So, jetzt schaue ich mal, ungefähr hier würde ich dann ansetzen, dass diese Pflanze hier so hoch kommt. So, so, und die mache ich natürlich frei, aber nicht zu viel auch, weil das kann ich ja dann gleich noch mit dem Feinliner zeichnen. So. Und ich mache auch nicht alles, damit ihr nur sehen könnt, wie ihr das machen könnt. So, jetzt mache ich mir eine kleine Orientierung. Also hier kann noch so ein Blatt sein. Das zeichne ich dann gleich frei. Ja, nur so eine grobe Orientierung. So, dann kann hier das nächste Blatt sein. So. Ja, mit der Innenlinie. So. So, und dann würde ich nur das größere Blatt hier setzen. Ja, den Rest könnt ihr dann auch so machen, wie ihr das selber möchtet, wie eure Laune ist gerade. So. Ja, ihr könnt die Blätter nämlich nach
eure eigenen Vorstellungen zeichnen. So, jetzt habe ich ja eine sehr gute Orientierung. Jetzt fange ich mit dem Feinliner an. So, jetzt beginne ich eigentlich ziemlich einfach hier bei der Linie. So. So, jetzt die andere hier dran. Ja, gucke ich, dass ich die nicht zu dick mache, die Linien. So. Das ist hier alles relativ locker gezeichnet. So. Jetzt kann ich das auch noch schraffieren. Natürlich diagonal schraffiert. Diese Schraffur machen wir ja sonst auch immer. Ja, ihr seht, es ist gar nicht so schwer. Die kleinen Fenster da oben kann ich auch weglassen. Wenn sie mir nicht gefallen, dann mache ich einfach was anderes dahin. So, hier mache ich sozusagen die Linie ein bisschen dicker, weil das ja praktisch der Schatten der Mauer ist hier. Ne? Also die kleine Schattigkeit hier. Ja, und ihr seht, das ist eigentlich alles auch relativ spontan und schnell gezeichnet. Ja, auch als Anregung davon, wenn man selber mal im Sommer draußen sitzt und dann eben Urban Sketching mäßig vor den Häusern sitzt. So. So, jetzt kann ich hier noch ein paar mehr Steine hinmachen. Ja, aber ich kann das so relativ frei machen, wie ich gerade Lust zu habe. Ne, könnt ihr auch machen dann. Ja, mal welche weglassen. So. Und so weiter.